Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer bei einer neuen Folge mit einer neuen Folge Automation Empire. Es geht weiter. Ich hatte ja hier versucht, irgendwas aufzubauen. Das hat noch nicht so funktioniert, aber zumindest verdiene ich mal wieder ein bisschen Kohle. Denn ich hatte ja soweit es geht alles abgerissen und habe hier dann schon mal ein wenig vorbereitet. Und das sollen jetzt bestückt werden mit Eisenplatten. Hier wird erstmal Gold abgefahren. Ich hoffe, das ist ausreichend, was ich hier baue. Es sieht eigentlich gut aus. Entschuldigung. Okay, lassen wir erstmal laufen. Ich möchte jetzt hier Kohle und Eisen reinfahren, um Eisenplatten zu produzieren. So, jetzt kann ich ihm ja hier sagen, was er reinmachen soll. Da machen wir nämlich hier zum Beispiel Kohle rein. Und hier machen wir Eisen rein. Eisen. Und hier muss ich immer. Muss ich es auch richtig machen, ne? Kohle. So, und von den Dingern, jetzt kann ich ja hier abgreifen, um diese das Zeugs abzufahren. Genau, so, Moment, jetzt muss ich noch mal gucken. Habe ich überhaupt noch Forschung? Ich glaube nicht, ich hatte alles abgerissen, gell? Ne, hier habe ich noch Forschung. Ach ja, stimmt ja. Was mache ich denn hier rein? Ah, ja, okay. Sehr gut. Da haben wir ja mittlerweile genug. Das können wir noch nicht freischalten, weil wir hier immer noch zu wenig Gewicht haben. Genau. Und das hier ist natürlich Verschwendung. Das wird überhaupt nicht verkauft. Aber das hier rüber zu transportieren jetzt ist natürlich sehr weit. Na gut, egal. Lassen wir jetzt erstmal weiterlaufen. Ich brauche jetzt Gewicht. Ich brauche Tonnen. So, das heißt, wir nehmen uns, wir produzieren Kohle und, das hier ist Öl, wir produzieren Kohle und Eisen. Wir haben hier, was haben wir hier? Eisen, ne? Ne, Kohle. Und hier haben wir Eisen. Genau. So, und das Zeugs müssen wir dann wohl oder übel hier rüber transportieren. Oder habe ich hier noch irgendwas? Hier ist auch Kohle. Ach so, ja, hier haben wir doch. Hier haben wir doch alles. Kohle und Eisenerz, richtig. Da werden wir die nutzen. Und werden das dann hier rüber schiffen, fahren. Ich werde aber separate Fabriken bauen. Weil hier haben wir auch noch mal Kohle. Hier haben wir tatsächlich noch Gold. Und hier haben wir Kohle. Okay. Dann machen wir hier eine Fabrik, die uns dann Kohle und Eisen produziert. Für die Produktion hier, obwohl ich das hier bin ja nicht so glücklich.
Naja, zumindest läuft hier mal was. Ist das hier eine gute Idee? Keine Ahnung. Gut, nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt Kohle und Eisen. So, dann machen wir hier eine Fabrik hin. Bisschen aufs Geld gucken. Okay. So. Gut, dann machen wir das jetzt wie gehabt. Fahren hier rein. Das Sinn, wenn die rund fährt. Im Prinzip ja, denn ich kann dann hier. Ausladen. Hier dann entnehmen, ne? Macht das Sinn? Keine Ahnung. Wir werden sehen. So, das heißt, wir machen hier einmal raus. Und hier rein mit dem Zeug. So. Gut, aber das hier werde ich ändern. Das machen wir schon mal gleich wieder weg. Ich fahre hier rum. Und zwar so, dass ich hier mittig ankomme. Wenn das funktioniert. Das funktioniert aber nicht. Okay, egal. Dann fahren wir so hier rein. Und werden aber jetzt schon mal hier die Bohrtürme mit Strom versorgen. Wo ist der nächste Weg? Ich hätte das schon alles gerne zentral an einem hängen. Quatsch, wie sieht es denn hier überhaupt aus? 83, 120. Okay, ich muss dann gucken, dass hier. Hier ist noch ein Werk. Noch eine Mine, würde ich sagen. Könnten natürlich hier auch ein Nähwerk hinsetzen, aber ich hätte das gerne zentral. Deshalb machen wir hier. Okay, ich glaube, hier hängt einiges dran. So dass wir hier etwas dazusetzen müssen. Dann haben wir 160, 125. Das ist erstmal gut. Ja. Ist ja in Ordnung. Mach es so rum.
Auch Opa. Okay. So, jetzt laufen die zwei jetzt alle hier mit und produzieren. Kostet natürlich Strom. Lassen wir jetzt erstmal. So, hier machen wir vier Wägelchen und hier auch. So, jetzt geht's wieder los. Jetzt machen wir. Einen Kistenhersteller. Na, stopp. So war das, ne? Zwei. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Was sagt unser Geld? Geht noch. Zwei. Das reicht erstmal. Können wir nachher immer noch erweitern. So, und hier dann wieder eine. Genau. Hier nochmal zwei. Hier nochmal zwei. Warum hat er sich das umgedreht? Okay. So, dann machen wir hier einen darum, einen darum, einen darin und einen dahin. So. Einem an und zwei, drei. So, Moment, mittig. Wir müssen darüber. Das ist schon eine Strecke. Was wäre jetzt besser gewesen? Ich hätte hier die Kisten nehmen können und hier absetzen können. Das heißt, die Fabrik gehört hier nebendran. Ja. Und das hier fahren wir dahin, das ist, glaube ich, besser. Ja, ich weiß. Alles wird gut. So, hier ist die Grenze. Hier haben wir noch einen Spot. Den möchte ich natürlich irgendwann nutzen.
Es ist natürlich auch ein ganz schöner Weg dann trotzdem noch. Aber egal. Ich weiß, es ist Verschwendung, aber das verkürzt wieder den Weg. Deshalb mache ich das jetzt so. Bin so cool. So, das füllt wieder, genau. Entschuldigung. So. Machen wir hier Eisen. Nein, wir machen hier Kohle und machen Eisen einmal unterhalb. Welt kann ich hier? So, ungefähr mittig. Jawohl. Mal raus. Und hier dann noch ein Tor rein. So. Jetzt das Ganze noch mal. Wir fangen hier. Nee. Wir machen das nachher so, dass wir hier wieder unsere ganzen Sachen abnehmen können von der Klauenbahn und die Kiste. Da werden ja nur Kisten angenommen, die ich ja eingegeben habe. Das heißt, die Klauenbahn fährt hier runter und nimmt alles mit. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann fange ich auch hier auf der Seite an, dann ist das erstmal nicht so weit. Dann machen wir hier noch eine Öffnung, damit der Zug auch Platz hat. Entschuldigung. Hier das Gleiche. Hier habe ich natürlich auch noch Kohle.
wären einfach gewesen. Okay, gut. Ich hab's gesehen. Gut, dann bauen wir hier mal auf. Nicht zu dicht, damit wir hier Platz haben für die Clownbahn. Und was habe ich gerade gesagt? Nicht zu dicht. Oh. Ich möchte das hier mittig haben. So, dann kommt hier. Ja, hallo. Sag mal, bist du noch am Pennen oder was? So, jetzt aber. Erster Gedanke war richtig. Okay. Dann. Das kennen wir bereits. Nochmal herzlichen Dank für den Tipp. So, jetzt gucken wir mal, was wir da. Die Kisten abnehmen. Und zwar würde ich das gerne so machen. Mal schauen, ob das so funktioniert. Ginge noch, aber ich weiß nicht, ob ich das mit der Klauenbahn dann hinbekomme. So, hier kann man noch eine hinsetzen. Und hier eventuell noch zwei. Das Sinn? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also einmal so, einmal so, einmal so. Okay.
Strom rüber. Das hier hat ja, glaube ich, nie funktioniert, ne? Ich brauche eine direkte Verbindung. Leider Gottes. So, was ist denn jetzt am wenigsten entfernt? Ich glaube, das hier. Gut, dann werden wir das schon mal anwerfen. Ich lasse das jetzt hier erstmal. Ach Quatsch. Das wird nochmal anwerfen. Dann kann das schon mal laufen. Mal klein an mit 4. So, hier ist schon fleißig am Wuseln und dann machen wir das gleiche hier noch einmal. Da wird man eine separate Klauenbahn bauen, die dann die andere Seite versorgt. So, wo sind wir hier? Das ist auch schön. Synchron bauen. Einmal. Zweimal. So. So gemacht, ja. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch nichts zum Reinschieben. Deshalb funktioniert das hier auch noch nicht. Aber jetzt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Rein. So, hier laufen die ersten Kisten. Da kommen schon die ersten. Jawohl. So, dann hier nochmal das gleiche. 2. Könnte ich etwas weiter gehen, da könnte ich das etwas besser ausnutzen. Ne? Naja, ich lasse das jetzt mal so. So.
steht jetzt hier diese eine Kiste rum? Achso, das Band läuft nicht weiter, weil... Ah, das ist ja auch blöd. Das wird jetzt hier genauso passieren. Ach, das muss ich ändern. Das ist nix. Dann mache ich meine Klauenbahn ja besser in die Richtung. Dann habe ich hier die kürzeren Wege. Siehste, gut, dass ich hier Platz gelassen habe. So, das noch weg. So, Moment mal. Dann machen wir das hier. Bilden dann hier eine Reihe zum Abnehmen. Ne? Eigentlich macht es keinen Sinn. Ne? Könnte es genauso gut so machen. Aber so kann das jetzt mit der Klauenbahn gut funktionieren. Das hier mache ich wieder weg. Das ist Quatsch. Quatsch. Natürlich von der anderen Seite. Was richtig? Ach so. Ist richtig. Gut.
So, und hier. Machen wir das genauso. Nur muss ich hier aufpassen. Hier habe ich das Sandwich. Jetzt wieder etwas zu eng gebaut. Ich denke, die Clownbahn, die kann doch auch bis hierhin fahren. Ei, das reimt sich sogar. Genau. Das heißt, wir können hier die Entladestation ganz leicht hinbauen. Ja. Platz genug, dann nehmen wir einen raus, um das hier so anzuschließen. So. Machen wir bis hier. Ne, machen wir es schon synchron, ne? Also bis hier. So. Und wie das dann weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Wieder alles etwas verworren hier bei mir. Ja, ich weiß. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund, euer Opa Gamer. Ciao, ciao.